Herzlich willkommen bei Uplevel, dem etwas anderen Business-Podcast, der weniger auf die üblichen Business-Strategien fokussiert, als vielmehr dich mit deiner Identität als Soulpreneur in den Mittelpunkt drückt. Denn wer und wie du bist, ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, um mit deinem Herzensbusiness erfolgreich zu sein. Mein Name ist Britta Kimpel und ich freue mich, dass du da bist. So, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen, der eine ganz besonders tolle Episode ist und ich freue mich sehr, sie gleich abspielen zu können, habe ich aber noch ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon verraten, dass ich über Weihnachten, Neujahr an was, wie ich finde, fantastischem Neuen gearbeitet habe. Und zwar ist es ein Quiz, in dem es darum geht, deinen sogenannten Soulpreneur-Typen rauszufinden. Und ein Soulpreneur ist ein Unternehmer, der eben mit der Seele vor allem sein Business führt, der im Einklang von Körper, Geist und Seele handeln will. Und in dem Quiz geht es darum, dass du rausfindest, welcher der 5 vorhandenen Soulpreneur-Typen du bist und was das dann auch ganz konkret für dich bedeutet, wie du dein Business wirklich erfolgreich und profitabel machen kannst. Weil wir wissen es vermutlich alle, es gibt keine 0815-Strategien, die für uns alle funktionieren. Und mit dem Soulpreneur kannst du eben wirklich rausfinden, was sind deine einzigartigen Stärken, was sind deine Talente, was sind vielleicht die Sachen, mit denen du dir im Weg stehen kannst, wenn du nicht drauf achtest und wie kannst du mit deiner Individualität wirklich vollkommen in deine Kraft kommen und das ist dann was, was ich als Fully Embodied Soulpreneur bezeichne. Das heißt wirklich eine Person, die eben wirklich im Einklang mit Körper, Geist und Seele handelt und lebt. Und das fantastische Quiz mit einer umso fantastischeren Auswertung, da ist so viel Information, so viel Material für dich, gibt es unter brittakimpel.com/quiz und deswegen füll das unbedingt aus, erfahr was über dich und vor allem erfahr, wie du mit deiner Persönlichkeit dein Business erfolgreich machen kannst. Und dann noch ganz kurz, ich glaube, ich habe das auch schon gesagt, ab dem 30. Januar gibt es wieder mal ein Gratis-Training. Das geht dann auch so eben in die Richtung von diesem Soulpreneur und davon, wie du zu diesem Embodied Soulpreneur werden kannst. Die Details stehen noch nicht fest, aber es geht am 30. Januar los. Deswegen halte dir das einfach schon mal im Hinterkopf. Im Moment gibt es noch keine Anmeldung, aber das hoffe ich, ist dann nächste Woche möglich. Und jetzt eben die heutige Episode, über die freue ich mich ganz besonders, weil sie nach langer Zeit endlich mal wieder ein Interview ist. Und als Gast ist heute die Linda Klein bei mir. Und die Linda ist Psychologin und Coach und auch Yogalehrerin wie ich. Sie praktiziert nicht als Yogalehrerin, aber hat von dem her einfach schon mal so von den Grunddaten ein gleiches oder ähnliches Profil wie ich. Und sie arbeitet aber vor allem mit Menschen in Krisensituationen und bringt sie aus der Krise wieder in ihre Kraft. Und ich habe mit der Linda ein bisschen über ein Jahr inzwischen zusammengearbeitet als Kundin. Und sie hat so eine tolle Transformation gemacht. Also die Veränderung ist einfach wirklich der Wahnsinn. Und das ist was, worüber wir in dem Interview auch sprechen. Wir hören, wo sie vorher war, was so vielleicht ihre Glaubenssätze, ihre Blockaden waren. Und wir reden aber auch darüber, was für sie so entscheidend war und welche Veränderungen sie selber sozusagen machen konnte und vollzogen hat, um in ihre eigene Kraft zu kommen, mit der sie jetzt ihre Selbstständigkeit starten will. Und das ist ein Prozess eben, in dem ich sie seit über einem Jahr begleitet habe und ich freue mich riesig, dass sie jetzt wirklich endlich bereit ist, mit ihrem Business in die Sichtbarkeit, in einfach online zu gehen. Und hier zu starten und nicht mehr nur angestellt zu sein mit dem, was sie tut. Und deswegen, du kannst dich wirklich auf ein total tolles Interview freuen. Ich hatte mega viel Spaß dabei und freue mich jetzt, das Interview abzuspielen. Dann herzlich willkommen, Linda. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ich würde doch sagen, stell dich gern erstmal selber kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du hierher? Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Britta. Gerne. Ich freue mich, da zu sein. Genau, ich
bin Linda, ich bin Psychologin und ganzheitlicher Coach und ich... Und auch Yoga-Lehrerin, die Linda ist eigentlich so genau wie ich. Stimmt, genau, das lasse ich immer gerne weg aktuell, weil ich nicht als Yoga-Lehrerin praktiziere, aber ja, von der Grundhaltung her bin ich auch Yoga-Lehrerin, das stimmt. Und ich lebe und arbeite aktuell in Zürich. Ich arbeite in einer Beratungsstelle mit Familien und baue mein eigenes Coaching-Business auf. Genau, und wir kennen uns ja aus der Zusammenarbeit. Ich glaube, so den ersten Kontakt hatten wir so vor 1,5 Jahren schon und haben dann vor ein bisschen über einem Jahr angefangen, miteinander zu arbeiten, erstmal in 50 Shades und im Coaching, und jetzt warst du auch mit in Uplevel Your Identity. Vielleicht magst du einfach so ein bisschen erzählen, wo standest du vor der Zusammenarbeit und wie ist so deine Reise im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren gewesen? Genau, als wir uns kennengelernt haben, das war letzten Sommer, da bin ich gerade von einer großen Weltreise zurückgekommen. Ich hatte ein Dreivierteljahr vorher meinen Job gekündigt, meine Beziehung beendet, meine Wohnung aufgegeben und bin in die große, weite Welt. So ein Eat, Pray, Love-Moment. So ungefähr, genau. Es war einfach klar, so wie es ist, kann es nicht mehr weitergehen. Aber mir war noch nicht klar, wie es stattdessen weitergehen soll. Und statt dann mehr vom Gleichen zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten, hatte ich mich entschieden, einen Break zu machen, bin gereist und kam dann zurück nach Europa. Und an der Stelle hat sich für mich die Frage gestellt, ja, wohin jetzt mit mir? Ist ja schön, jetzt war ich reisen, jetzt habe ich mir Auszeit, Ruhe gegönnt, wieder in meine Kraft zu kommen. Aber wie will ich jetzt weitermachen? Was möchte ich in dieser Welt bewirken? Was möchte ich bewegen? Wo möchte ich mich zu Hause fühlen? Und an der Stelle... Genau, bin ich dann auf dich gestoßen. Ich habe deinen Podcast schon von Anfang an tatsächlich gehört. Ja, wirklich, von Anfang an. Ja, genau, seit der ersten Folge. Oh, wow. Weil du eben Yoga-Lehrerin auch bist und Psychologin und Embodied Flow machst und Coach. Und damit war einfach klar, okay, da gibt es eine Connection. Und genau, als wir dann angefangen hatten zu arbeiten, bin ich nochmal in eine ziemliche Krise gerutscht, weil ich plötzlich wieder im System war. Ich war angemeldet, ich war beim Arbeitsamt, ich hatte Vorgaben, ich wollte einen Job suchen, gleichzeitig wollte ich selbstständig sein, frei und gleichzeitig sicher, und all diese Dinge haben miteinander konkurriert. Und ich bin relativ stark in alte Muster zurückgefallen, habe mir Druck gemacht, wollte das alles richtig machen, ne? Habe versucht, es möglichst im Kopf rational zu erfassen, was macht jetzt am meisten Sinn, und wollte dem dann folgen. Und an der Stelle nochmal konfrontiert auch mit altem Schmerz und alten Wunden, die aufgerissen wurde, war so ein Breakdown gepaart mit dem Vorwurf an mich, Mensch, jetzt weißt du es doch eigentlich schon besser, und trotzdem passierte das, so dieser innere Kritiker, der da sehr laut wurde. Und an der Stelle bin ich auf dein Programm gestoßen, dann 50 Shades of You. Du hattest davon gesprochen, Schattenanteile zu integrieren, auch die Dinge anzunehmen an sich, die einem vielleicht nicht so lieb sind, Emotionen zulassen, die man am liebsten wegschieben möchte. Und dann hat es bei mir einfach geklingelt. Das war eine Bauchentscheidung damals, hat es für mich stimmig angefühlt. Ja, und dann sind wir zusammen den Weg losgegangen von 50 Shades of You, Einzelcoaching in dem Rahmen. Und danach bin ich immer in deinem Dunstkreis geblieben, sozusagen. Und jetzt auch wieder in Uplevel Your Identity dabei, was ja nochmal eine neue Ausrichtung hat, Programm, und habe davon jetzt sehr profitiert tatsächlich. Genau, und das vielleicht einfach auch so der Hinweis, also ich mache ja meine Programme in der Regel so, dass wenn man sich einmal anmeldet, kann man für immer und ewig alle Aktualisierungen und Updates von den Programmen mitmachen. Deswegen, du warst tatsächlich zweimal bei 50 Shades of You mit dabei und jetzt eben in dem gleichen Rahmen, ohne nochmal zahlen zu müssen, wirklich in Uplevel Your Identity, wo du wirklich auch sagst, eben hat so ein bisschen eine neue Ausrichtung. Und ich erinnere mich eben, als wir angefangen haben, gerade so dieses Ganze im Körper spüren, das hast du jetzt auch gerade selber gesagt, war noch nicht ganz so dein Liebstes, aber so in unserem Vorgespräch hast du ja auch schon gesagt, das war eigentlich so, also wenn du alles für dich zusammenfassen würdest, wäre es die Reise vom Kopf ins Herz. Kannst du da so ein bisschen mehr vielleicht dazu sagen? Was hat da für dich so die Reise sozusagen möglich gemacht?
Ja, gerne. Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich beschreibt das meine Reise sehr gut. Es war auf jeden Fall ein vorsichtiges Herantasten. Ich war mal ein sehr verkopfter Mensch und ich sehe immer noch eine große Stärke in meinem Verstand, aber heute ist er einfach Diener und nicht mehr König in meinem Leben, sagen wir es so. Und es war für mich anfangs sehr schwierig, in die Gefühle ins Herz reinzugehen, weil ich versucht habe, mit dem Kopf zu begreifen, wie funktioniert das Herz und wie soll das funktionieren. Und am besten habe ich noch die Kontrolle über alles. Genau. Das war die Idee. Und was denke ich jetzt darüber, wie ich mich fühle, anstatt zu fühlen, wie ich mich fühle? Genau, genau. Und dann wurde aber recht deutlich, okay, so geht es nicht mehr weiter, so funktioniert es nicht. Und habe mich dann schrittweise rangetastet, auch gerade über die Arbeit mit dir. Also dieses, was ist da jetzt im Körper? Nichts anderes. Keine Interpretation, keine Bewertung, keine irgendeine Geschichte außenrum, sondern einfach nur, was spüre ich in dem Moment? Und in dem Zusammenhang wohl dann recht deutlich, dass diese Emotionen, auch wenn sie Raum bekommen und durchlebt werden, dass die mich nicht überwältigen, wie ich immer Angst hatte, sondern dass die einfach durch mich hindurchfließen. Da geht es um Hingabe, glaube ich. Und danach auch wieder gehen können. Ja. Aber je länger ich sie wegschiebe, desto größer werden sie und desto mehr Macht gewinnen sie über mich, obwohl ich eigentlich das Gegenteil möchte. Ja, und das ist was ich ganz oft beobachten kann, dass einfach so eine wahnsinnige Angst da ist, wenn ich doch jetzt mal das Gefühl zulasse, dann geht es nie wieder weg. Und ich hatte erst letzte Woche ein Coaching, wo es wirklich auch um das Thema Angst ging, wo die Kundin dann gesagt hat, ja, aber wenn ich die Angst annehme, dann ist sie doch immer da. Und ja, ich glaube, die Angst ist tatsächlich immer da, weil die ist Teil von uns und die hilft uns ja auch zu überleben. Weil ich glaube, wenn wir keine Angst hätten, dann würde ich vom nächsten Auto überfahren werden oder dann mache ich einfach irgendwas wahnsinnig Dummes. Aber in dem Moment, wo wir immer versuchen, irgendwie einen Deckel auf unsere Gefühle zu legen oder irgendwie das einzudämmen, da wallen die Gefühle einfach wirklich wie so eine Welle, die irgendwie so einen Rahmen drumherum kriegt, wallen sie einfach im Inneren immer mehr auf. Und eben wie du auch sagst, sie werden dadurch nur größer und das Verdrängen funktioniert nicht wirklich. Und deswegen so dieses Zu-Ende-Fühlen von Gefühlen ist ja was in meiner Arbeit wirklich eins von den zentralen Themen auch ist. Genau. Was für Tools haben dir denn da geholfen, irgendwie das auch auszuhalten oder da drin zu bleiben? Naja, was ich sehr spannend fand, auch gerade in unserer Arbeit, ist, dass du ja immer wieder fragst, dass du einen immer wieder ins Herz reinspüren lässt und Antworten aus dem Herzen finden. Mhm. Und ich habe zunehmend gelernt, da eine sehr gute Verbindung aufzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal ins Herz atme, dann bin ich in meinem Herzen, bin ich verbunden mit meiner Intuition und kann Antworten daraus kreieren, finden. Und das war zum Beispiel sehr kraftvoll für mich, weil bei allem Drama und allem Leid, was mein Kopf immer wieder kreiert hat, in dem Moment, wo ich im Herz ankomme und daraus aus dem Herzen heraus Antworten finde, wird alles leicht, wird es freudvoll und entwickelt sich Zuversicht, weil klar ist, das hat alles seinen Sinn, das ist alles für was gut und mit dem Herzen kann ich das eben sehen, was mir mit dem Kopf manchmal verwehrt ist. Und wir haben ja jetzt auch in Ablevel, also die Reise mit dir ist ja irgendwie, das war erst so eine persönliche Reise, würde ich sagen, eben wo es wirklich darum ging, dass du dich mehr mit dir verbindest. Aber das, was dadurch sich für dich ja aufgemacht hat, war, dass du jetzt endlich wirklich dein Business starten willst. Und das ist was, wo ich ja wirklich seit einem Jahr irgendwie versucht habe, dich so ein bisschen da mehr in diese Richtung zu kicken, weil ich das absolut sehe, dass du da super gut und super unterstützend für Menschen sein kannst. Und in Uplevel Your Identity hatten wir ja in einem Coaching-Call so die Situation, und wo ich dich auch ins Herz habe spüren lassen wegen den Texten. Vielleicht kannst du da mehr dazu erzählen. Genau, ich arbeite ja schon ganz, ganz lange mit Menschen im therapeutischen Kontext, beratend, coachend, in der Krisenintervention, in allem. Und jetzt geht es einfach darum, das Ganze auch unter meinem Namen zu tun und sichtbar zu werden. Und in dem Zuge habe ich mir dann überlegt, wie möchte ich das ausdrücken? Was schreibe ich auf meiner Homepage? Wie trete ich jetzt nach außen? Und dann hatte ich alle möglichen Marketingstrategien im Kopf. Das muss so und so sein, dass du darfst das und das nicht sagen. Du musst den Schmerzpunkt triggern und dann die Vision aufmachen. Und das macht ja auch alles Sinn.
Aber in dem Moment habe ich mich wieder total von mir entfernt. Ich habe mir Druck gemacht, ich wollte das gut machen, ich wollte es perfekt machen, so die klassischen Antreiber, die mich so durch mein Leben begleiten. Und das hat sehr viel Leid ausgelöst. Und da auch wieder die Frage, will ich das überhaupt? Wenn das so leidvoll ist, dann kann es ja nicht das Richtige sein. Und habe mich da wirklich verkopft, würde ich es nennen. Und als wir dann gearbeitet haben und du mich einfach gefragt hast, ja, wenn du jetzt aus dem Herzen sprechen würdest, was würdest du denn sagen? Da ist es dann wie aus mir rausgesprudelt und es war ganz klar, das ist die Kernbotschaft. Und mit der, wenn ich um diese Kernbotschaft, um diese Herzensmission herum dann alles baue und dann von mir aus auch Texte und Marketingüberlegungen berücksichtige, dann geht es in die richtige Richtung und fühlt sich gut an. Und das ist das, wofür ich stehen möchte. Aber das, dafür musste ich erst ins Herz und vom Herz aus losgehen, statt mit dem Kopf zu versuchen, irgendetwas zu erzwingen. Ja, und das ist ja was, also ich meine, heutzutage macht dein Facebook auf und eben, wie du sagst, es gibt die Tausenden von Marketingstrategien und hier schreit jemand, das ist die Instagram-Strategie, mit der kann man über Nacht Millionär werden und da ist die nächste Strategie und es ist wirklich schwer, gerade wenn man anfängt, rauszufinden, was ist denn mein Weg. Und das Problem einfach mit all den Strategien ist eben, dass die Individualität oder Einzigartigkeit von der jeweiligen Person nicht berücksichtigt wird. Und das, was du eben jetzt auch beschrieben hast, ja, du kannst schon irgendwie dich in Schema F reinpressen lassen und versuchen, das irgendwie so zu machen wie eine andere Person, aber du bist eben nicht die andere Person und deswegen musst du auch was anderes machen. Und deswegen eben, was wir gemacht haben, war wirklich einfach sozusagen die Texte aus dem Herz zu formulieren. Und es war ziemlich powerful. Also ich weiß noch, die Reaktion auf der anderen Leute, da war sofort ein paar, die sich gemeldet haben und gesagt haben, okay, ich lasse mich coachen. Was ist denn die Kernbotschaft, wenn du sie gerade mal zusammenfassen kannst? Das ist eine gute Frage. genau, ich glaube, die Kernbotschaft ist, dass man aus Krisen Kraft schöpfen kann. Und egal, wie groß die Krise ist und egal, wie ausweglos die Situation scheint, egal wie anstrengend man das Leben gerade empfindet und wie leer und verzweifelt man sich fühlt, man kann immer daraus neue Kraft schöpfen und in seine Kraft kommen und daraus ein Leben kreieren, was mit Leichtigkeit und Freude funktioniert. Das ist die Kernbotschaft. Und da bist du wirklich für mich das absolute Paradebeispiel. Also wirklich, wenn ich dich anschaue, wo du vor 1,5 Jahren oder vor 1 Jahr warst, zu wo du jetzt bist und wirklich eben jetzt anfängst, die Selbstständigkeit noch nebenher aufzubauen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Einfach auch, ich finde, man sieht es ja auch an, so von dieser eben Leichtigkeit und Freude, die du auch gerade angesprochen hast. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, alle, die in Krisensituationen sind, und das weißt du natürlich aus deinem Job, ich meine, du hast im Gefängnis gearbeitet und ich weiß nicht, in was für krassen Situationen, da bist du einfach eine Person, die gut irgendwie da sein und unterstützen kann und durchführen kann, weil du auch das Wissen selber hast, wie es ist, in diesen schweren Momenten zu sein. Genau, und es war einfach, und es war ein schwieriger Weg für mich dahin, diese Mission auch anzunehmen. Also ich weiß noch, ich habe mal in einer Visionsreise, kam mir so als allererste Antwort auf die Frage, wozu bin ich hier auf dieser Welt, kam, ich bin hier, um zu leiden und Leid zu transformieren. Mhm. Und wieder in meine Kraft zu kommen, in mein wahres Selbst, authentisches Selbst, wie du es nennst, in meine Kraft, wie ich es jetzt bezeichnen würde. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr, auf keinen Fall. Ich habe schon so viel Leid gesehen, ich habe so viel erlebt, ich brauche jetzt das andere. Und es war ein Weg dahin und ich habe mir für den Zeit genommen. Und das ist was ich ganz wichtig finde. Schon vor 2 Jahren haben die Leute zu mir gesagt, fang an, geh raus mit deinem Business, mach. Und es hat sich für mich noch nicht stimmig angefühlt. Ich war noch nicht so weit. An dem Punkt musste ich noch, ja, alte Wunden heilen, klar bekommen, wofür ich stehe, wer ich wirklich bin. Ich musste wieder erst selbst in meine Kraft, in meine volle Kraft zurückfinden, um jetzt diese Aufgabe anzunehmen, Menschen in Krisen begleiten zu können. Weil wenn es was dafür braucht, dann ist es innerer Halt und Zuversicht und Stabilität, weil das ist ja das, was ich meinen Klienten mitgeben möchte, wenn ich sie an die Hand nehme, um aus der Krise raus eben in diese Kraft wieder zu kommen.
Und das macht absolut Sinn. Also, dass du sozusagen A, den Weg erstmal selber komplett gehen musst. Also, wenn du in der Krise bist, dann bist du eh für niemanden vermutlich eine gute Hilfe. Aber dass du sozusagen wirklich auch dieses Identitätslevel, wie ich es ja auch immer nenne, shiftest und wirklich eine andere Person bist, also in deinem ganzen Selbstverständnis jetzt eben nicht mehr jemand bist, der einfach sagt, ich will nicht mehr leiden und ich will hier einfach raus, sondern jetzt, so wie du es auch gesagt hast, wirklich authentisch sagen kannst, okay, vielleicht ist das tatsächlich meine Aufgabe, vielleicht musste ich dieses Leid erfahren, um jetzt das Leid von anderen auch mit transformieren zu können. Was würdest du denn sagen, wie hat sich deine eben wirklich Identität, so dieser Seinszustand verändert im letzten Jahr? Oder vielleicht auch nur in den letzten Monaten? Es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich bin heute eine andere Person als damals. Ich bin noch die gleiche und doch eine ganz andere. Es ist, ich habe Zuversicht gewonnen. Ich folge der Freude. Mein Leben ist leicht. Ich weiß, es darf leicht sein. Ich weiß, man kann diesen ganzen alten Scheiß hinter sich lassen. Ich kann kreieren, ich kann erschaffen, ich kann mein Leben so gestalten, wie es mir entspricht und frei und selbstbestimmt leben. Und das ist einfach etwas, was ich mir damals nicht habe vorstellen können. Mhm. Und in Bezug aufs Business hat da jetzt dein Programm nochmal sehr viel gebracht, weil ich hatte lange meine persönliche Entwicklung von meiner beruflichen Entwicklung getrennt. Da war die Idee, ja, ich muss mich erstmal persönlich entwickeln und da irgendwo ankommen und dann kann ich mit dem Business starten. Mhm. Und so dieses klassische Wenn-Dann-Denken. Ja. Und durch dein Programm ist es mir gelungen, das wie zusammenzubringen. Und mir ist klar geworden, dass meine Identität persönlich und beruflich nicht getrennt ist. Wenn wir davon sprechen, dass ich einer Mission folge, dann ist die, ich bin diese Mission. Das ist nicht privat die eine und beruflich die andere. Und wir haben ja eine Rückwärtsplanung gemacht, die ich sehr kraftvoll fand. Das heißt, wir haben uns in eine Vision, in der Meditation, in eine Vision reinversetzt, wo wir in 1, 2, 3, 4 Jahren, wann auch immer sein wollen, vorgegeben war ein Jahr, und haben dann angefangen, rückwärts zu planen. Und dann auch konkrete Schritte festzulegen, wie wir auf diesen Weg gehen und uns gleichzeitig immer zu fragen, wie würde ich jetzt handeln, wie würde ich denken, wie würde ich fühlen, wenn ich dort schon angekommen wäre. Und dieser Frage gehe ich inzwischen durch mein Leben. Das heißt, cool. Ich bin an einem Punkt, den ich mir niemals habe erträumen können, und jetzt habe ich den nächsten Punkt schon erträumt und ich weiß ja, der Weg ist möglich. Also frage ich mich jedes Mal, wenn ich schon da wäre, wie würde ich damit umgehen? Und das finde ich sehr kraftvoll. Welche Folge hat das, wenn du dir die Frage stellst? Also was verändert sich dadurch? Da passiert ein Shift vom Mangel in die Fülle, ganz allgemein gesprochen. Es wird möglich. Ich frage mich, wie kann ich das tun? Ich frage mich nicht mehr ob, sondern ich frage mich wie. Und ich werde verbunden mit, ich verbinde mich mit meinem Herzen, ich verbinde mich dadurch mit meiner Intuition, ich werde zuversichtlicher. Also wenn es zum Beispiel da, es ging zum Beispiel darum, mache ich meine Homepage selber, gestalte ich die selbst, arbeite mich ein, ich habe mir schon Tutorials angeschaut und weiß nicht was. Ziemlich viel Zeit damit verschwendet, ja. Vermutlich. Mhm. Genau, aber erstaunlich wenig für mein früheres Ich. Dann habe ich mich eben gefragt, worin will ich meine Zeit und meine Energie investieren? Und was würde die Linda tun, die in einem Jahr da ist, wo sie hin möchte? In einem Jahr möchte ich nämlich in dieser Selbstständigkeit, da möchte ich hineingewachsen sein. Da bin ich erfolgreich in dem, was ich tue. Und zwar nicht nur in meiner Organisation versteckt hinter einer Organisation, sondern mit mir als Label sozusagen. Und habe dann entschieden, ich lagere das aus. Ich investiere dieses Geld, weil es geht hier darum, worin ich meine Zeit, meine Energie investiere. Und das sind solche Fragen, wenn es darum geht, beschäftige ich mich jetzt noch länger mit diesem einen Text oder gehe ich weiter und mache eine andere Aufgabe? Worauf lege ich den Fokus? Was ist jetzt wesentlich? All diese Fragen, wenn ich mir die aus meiner Zukunftsperspektive herausstelle, kommen konstruktive Antworten, so würde ich es sagen. Cool. Und das ist natürlich auch eben, wenn du jetzt sagst, in einem Jahr will ich in meiner Selbstständigkeit komplett angekommen sein und sichtbar sein und mich nicht mehr hinter einer Organisation verstecken und du triffst heute eine Entscheidung so, als wärst du schon da, klar triffst du andere Entscheidungen.
Also weil heute ist vielleicht die Situation, okay, aus der Selbstständigkeit habe ich bisher noch nicht wahnsinnig viel Einnahmen gehabt. Es wäre vielleicht jetzt dumm, da schon Geld zu investieren. Und es wäre dumm, das nicht zu machen. Weil die erfolgreiche Linda, die du eben in der Identität eigentlich jetzt schon bist und sein kannst, die würde das auslagern. Und deswegen eben kommst du wirklich, wenn du dich mit der zukünftigen Identität mehr und mehr verbindest, dann auch zu anderen und vermutlich sinnvolleren Entscheidungen. Genau, und wenn ich dann mal trotzdem nicht weiß, was ich tun soll, dann habe ich durch dich ein sehr kraftvolles Tool, nämlich den Körpertest ja gelernt, also aus der Kinesiologie kommend. Und ich nutze den wirklich täglich, um Entscheidungen zu treffen. Also die Frage, was ist jetzt zu meinem Besten? Und gerade was du ansprichst, ich glaube Investitionen, meine zwei großen Schlagworte für dieses Business, auch für das kommende Jahr, sind Commitment und Investition. Also es geht darum, mich zu committen zu dem, was ich tue und damit zu mir. Weil das, was ich hier jetzt aufziehe, das ist nicht irgendein neutrales Etwas, sondern das ist ein Weg, meine Herzensmission zu leben und gleichzeitig auch zu investieren. Weil ich kann nicht einfach bleiben, wo ich bin und alles tun wie bisher und erwarten, dass was anderes bei rauskommt. Einstein, glaube ich, war das, hat das schon ja. Wahnsinn genannt. Genau. Und deswegen investieren. Ich habe in eine Webdesignerin investiert, die meine Homepage macht. Ich investiere in meine persönliche Entwicklung. Ich investiere weiter in Ausbildung. Und ich investiere aber vor allem auch darin, dass es mir gut geht und dass ich in meiner Kraft bleibe. Das heißt, zum Beispiel heute nach unserem Interview fahre ich die nächsten Tage in die Berge, in ein wunderschönes Wellness-Hotel, was ich kenne, um dort zu arbeiten mit einer anderen kraftvollen Energie, die ich dort kenne und schätze. Und das sind alles solche Dinge, die, wo ich mein früheres Ich gesagt hätte, nein, das kannst du dir nicht leisten, das geht nicht, das macht man nicht, du musst erst das Geld verdienen, bevor du es ausgibst. All diese Dinge. Und natürlich geht es nicht darum, völlig kopflos Geld rauszuwerfen. Aber ich werfe kein Geld raus, sondern ich investiere in mich und meine Entwicklung, in mich und mein Business. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Und das ist mega, mega wichtig. Das ist was, was ich jetzt bei Leuten, die ihr Business aufbauen wollen, so oft sehen kann. Und das braucht einfach alles tausendfach länger. Also wenn wir nicht in gute Coaches investieren oder eben in gute Programme, die uns unterstützen, wenn wir nicht bereit sind, in irgendwelche Softwares zu investieren oder eben in die Webseite. Ich frage mich immer, wie können wir erwarten, dass irgendjemand in uns und in unsere Dienstleistung investiert, wenn wir nicht mal bereit sind, in uns zu investieren. Und deswegen finde ich, ist das ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Du hast vorhin mal was gesagt, eben, dass du dich jetzt dann nicht mehr hinter einer Organisation verstecken kannst. Wie geht's dir denn mit diesem Thema sichtbar sein? Also dein Business, was du selbstständig aufbaust, ist ja dann auch eher ein Online-Business mit Offline-Komponenten, aber die Coachings und so wirst du auch zum Teil online machen, denke ich. Mhm. Und da hat man natürlich im World World Wide Web dann doch so eben die Sichtbarkeit. Genau, also ich würde lügen, wenn ich sage, das macht alles überhaupt nichts mit mir. Also das ist natürlich eine Herausforderung für mich. Aber ich erlebe es nicht als Überforderung, wie ich es vielleicht vor einem Jahr noch erlebt hätte. Und das liegt daran, dass ich stehe wirklich zu dem, was ich tue. Ich weiß, das, was ich da nach außen trage, davon bin ich überzeugt. Und zwar zu 100%. Und zwar sowohl professionell als auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und ich glaube, es ist wie ein, ich muss damit rausgehen, weil ich bin hier, um anderen Menschen auch damit zu dienen und zu helfen, was ich erlebt habe, was ich kann, was ich an Kompetenz und an Erfahrung mitbringe. Und es ist wie, ich muss das tun. Und die Möglichkeit, dass Menschen damit nicht schwingen und dass Menschen das nicht gut finden, ja, die gibt's, aber die gibt's immer. Also egal, was ich tue, es gibt Leute, die finden es gut und es gibt andere, die finden es nicht gut. Und dann frage ich mich wieder, von welchen Menschen möchte ich eigentlich anerkannt und gemocht werden? Und an allererster Stelle steht da ich selbst. Es geht, wer zu stehen kann, aber wenn ich mich dann weiter frage, dann sind es die Menschen, die mit meiner Botschaft was anfangen können und nicht diejenigen, die dann sagen,
ja, ist ja schön, wenn du dir das leisten kannst, ich kann das nicht oder was auch immer da kommt an Gegenwind. Ist ja schön, dass ihr alle in so einer Bubble lebt, das wahre Leben ist anders. Naja, es kommt darauf an, was ich draus mache. Ich kreiere meine Wirklichkeit, ich kreiere meine Realität. Ja. Und damit bin ich gespannt und es wird herausfordernd werden, auch gerade wenn Gegenwind kommt oder überhaupt wirklich das Innerste nach außen zu tragen. Das erfordert Mut, aber ich habe einfach über Jahre geübt, mutig zu sein und trotz der Angst loszugehen. Und ich habe Menschen an meiner Seite, die mich dabei unterstützen. Also auch ich bleibe in Begleitung durch Coaches, auch ich bleibe in Begleitung durch andere, durch eine Mastermind. Auch ich werde für mich sorgen. Ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß, was ich brauche. Ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Und das ist wichtig, glaube ich, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und das klingt wirklich so, als wärst du einfach in dieser Mission und in dieser Vision wirklich jetzt angekommen, wo vielleicht irgendwie vor einem Jahr oder so auch noch ein Widerstand eher dagegen war und jetzt einfach wirklich angekommen. Und was ich so schön finde, ist, es klingt wirklich so, als okay, es geht ja gar nicht anders. Ich muss jetzt damit raus, weil ich da angekommen bin und das ist mein Auftrag. Also was soll's? Und ja, dann passt halt ein paar Leuten nicht. Pech für sie. Genau. Und es ist so, ich habe für mich erkannt, der Weg war ja, die Verbindung zu mir selbst stabil zu finden und auch zu behalten in jedem Moment. Und je gefestigter diese Verbindung zu mir und meinem Herzen wurde, desto höher wurde einfach der Preis, dem nicht zu folgen. Das heißt, die Kosten, die wurden irgendwann so hoch, es war klar, es geht nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr nicht damit rausgehen. Und es war aber wichtig für mich, an diesen Punkt zu kommen und nicht vorher mich zu zwingen, loszugehen, wo es sich noch nicht so nicht stimmig angefühlt hat. Und das finde ich super wichtig. Und das hast du auch vorhin schon gesagt, dass die Leute vor 2 Jahren zu dir schon gesagt haben, du müsstest jetzt damit raus, aber du warst einfach noch nicht so weit. Und das ist nochmal so ein Punkt, um zurückzukommen, auch eben auf dieses, okay, wir können, wenn wir ein Business aufbauen, wir finden 1000 Strategien und vielleicht, also ich meine, ich habe selber jenste Kurse gebucht mit irgendwelchen Strategien, die ich dann nie angewendet habe, weil entweder hatte ich einen Widerstand dagegen oder ich hatte vollkommene Panik oder ich was auch immer. Aber wenn ich nicht bei mir angekommen bin und wirklich in diesem, keine Ahnung, ich nenne es jetzt verkörperten Selbstverständnis von mir als Unternehmerin angekommen bin, dann bringt keine Strategie was, weil eben entweder ich wende sie gar nicht an oder ich wende sie irgendwie seltsam an. Und deswegen, wir müssen trotzdem wirklich erst bei uns ankommen, bevor irgendwas im Business dann funktionieren kann. Und das hast du vorhin eben auch schon gesagt. Du hast am Anfang vielleicht gedacht, du müsstest das trennen und das ist es nicht unbedingt, aber trotzdem glaube ich auch, ist es absolut wichtig, erstmal bei dir anzufangen. Genau, und auch diese ganzen Glaubenssätze zu hinterfragen, das haben wir ja in deinem Programm auch gemacht und habe ich auch auf verschiedenste Art und Weise arbeite ich da einfach dran, kontinuierlich, so diese Frage, was verbinde ich eigentlich mit Selbstständigkeit und was davon ist wahr und was davon möchte ich für mich als wahr anerkennen und was nicht und hast du ein Beispiel? Ja, ich habe viele Beispiele. Eins davon war, wenn ich selbstständig bin, dann arbeite ich arbeite selbst und ständig, so der Klassiker. Und zwar nur noch, und es wird leidvoll. Ich werde mich anstrengen, abmühen und es kommt nichts bei raus. Also so relativ negative auch Ansichten. Das klingt nicht unbedingt so, als würde ich sagen, ja, hier, ich will das auch. Genau. Und da auch ja, die Arbeit mit mir zu machen, mir das anzuschauen, zu reflektieren, wo kommt es her, in mein Herz reinzuspüren, zu schauen, woran glaube ich denn eigentlich wirklich, fernab von allem, was mir von außen mitgegeben wurde oder was vielleicht auch die Gesellschaft mir sagt, wie es ist, ja. Da dann den Weg zu finden, zu erkennen, dass es darf leicht sein und gleichzeitig strenge ich mich an. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mein Weg in dieses Business ist von Leichtigkeit geprägt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrenge. Ich strenge mich an und ich tue etwas. Aber ich empfinde es nicht als anstrengend, weil es ja aligned ist, in Alignment mit meinem Herzen. Und dadurch kann ich mich anstrengen und kann... Und vielleicht können wir statt Anstrengung sagen, ich gebe mein Bestes, weil Anstrengung hat trotzdem genau. So dieses Mühevolle mit drin. Mhm.
Genau, das, genau, ich gebe mein Bestes. Und damit ist es einfach nicht mehr anstrengend. Aber natürlich tue ich etwas dafür. Es ist nicht, ich sitze auf meinem Meditationskissen und singe Shanti Shanti und dann wird schon alles kommen, sondern es ist beides. Es ist, ich tue etwas und gleichzeitig, ja, darf aber auch sein, was ist, und es darf leicht sein und gleichzeitig tue ich was dafür. Und jetzt so gerade in Bezug aufs Tun, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte den Eindruck, oder du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, dass da aus Uplevel Your Identity wirklich auch so diese wöchentlichen Commitments für dich geholfen haben, da wirklich auch dran zu bleiben. Ja, unbedingt. Also das ist war nochmal ein richtiger Gamechanger für mich in den letzten Monaten, dass ich mir wöchentlich diese Commitments gesetzt habe, wo, was steht diese Woche an, bezogen auf die Rückwärtsplanung, also wo will ich wann stehen und was gilt es jetzt zu tun, und daraus abgeleitet auf die täglichen Tasks, also so, was ist jetzt täglich wichtig, und ich mache das heute noch, also ich mache das immer noch, jeden Morgen weiß ich, was sind die wichtigsten Aufgaben des Tages, um am Ende der Woche dort anzukommen, wo ich bis dahin angekommen sein will, um dann in einem Monat dort angekommen zu sein und dann in einem Jahr dort angekommen zu sein. Mega cool. Und auch cool, dass du es weiterhin machst. Und das ist wirklich auch was, was ich in meinem Business mache. Und du bist eben, du hast vorhin gesagt, du warst ein sehr verkopfter Mensch, und du hast natürlich diesen Verstand, und deswegen, das Denken ist dir sicherlich immer noch sehr nah. Und ich habe dich ja vor unserem Interview noch gebeten, mein Soulpreneur-Quiz kurz zu machen. Und da kam ja raus, dass du ein Passionate Truth Finder bist. Also dieses Beispiel von, ich sitze auf meinem Meditationskissen und singe Shanti Shanti. Das wäre definitiv was, was der Truth Seeker machen könnte, wenn er nicht vollkommen in seiner Kraft ist. Und das Soulpreneur-Quiz für alle Zuhörer gibt's unter brittakimpel.com/quiz. Und es gibt 5 verschiedene Typen, aber eben der Typ, den die Linda ist, der Passionate Truth Seeker ist eben wirklich so der, der auf jeden Fall mit dem Herz verbunden sein will, der erstmal schauen will, dass es im Einklang ist mit der größeren Vision, dass es im Alignment ist mit der Seele. Und das Problem aber von dem Typen und auch von deinem Verkopftsein kann sein, eben nicht in die Umsetzung zu kommen. Viel zu viel zu denken, viel zu viel zu planen, 100 Strategien anzuschauen, erstmal immer wieder zu spüren, Shanti, Shanti, passt das zu mir oder nicht, aber nichts zu tun. Und deswegen, es macht absolut Sinn für mich, dass für den Typen, der du bist, die Commitments so das Wichtigste waren und jetzt auch für 2020 auf deiner Fahne stehen. Genau, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir berücksichtigen, wo wir herkommen und wer wir sind. Es gibt keine Strategie, die für alle passt. Und für mich, wie du sagst, ist es total wichtig, ins Tun zu kommen und mich nicht zu blockieren, sitzen zu bleiben, alles zu zerdenken und zu hoffen, dass, wenn ich dann die eine Lösung gefunden habe, dass ich dann irgendwann losgehe. Sondern für mich geht es darum, Schritt für Schritt loszugehen und im Tun die Dinge auch entwickeln zu können. Ja. Und es gibt andere Leute, für die ist was ganz anderes wichtig. Für die ist wichtig, Pausen zu machen und mal nichts zu tun. Genau. Und auch das zum Beispiel ist ein Thema bei mir. Aber es ist einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass man da seine eigene Mitte findet. Und zwar die Mitte zwischen losgehen, tun und auf der anderen Seite sich die Pausen gönnen und die Regeneration erlauben, die es braucht, um dann in seiner Kraft seiend wieder loszugehen. Und bei mir steht so ein bisschen eben unter dem Schlagwort Einklang von Körper, Geist und Seele. Wobei jetzt so das Körperliche eher das immer im Tun sein darstellt, eben Geist dann eher das immer Denken, Planen, Analysieren, und halt Seele wirklich so diese Frage, ist es im Alignment mit dem, wofür ich auf der Welt bin? Ist es wirklich meine Bestimmung? Und wir haben vielleicht eine Tendenz, irgendwie so eher den Fokus auf dem einen oder dem anderen zu haben. Aber wir brauchen den Einklang von diesen 3 Komponenten, um wirklich in unserer Kraft zu sein, im Business auch. Genau, ja. Was würdest du sagen, ist Embodiment für dich? Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so richtig, also übersetzen würde ich es mit Verkörperung, aber letztlich ist es für mich im Körper ankommen, in dem, was jetzt gerade ist, ankommen und das verkörpern, also das kreieren, in die Welt bringen, was da ist. Also eben diesen Einklang Körper, Seele, Geist, wie du es gerade gesagt hast, das würde für mich Embodiment bedeuten. Konkret heißt es für mich, immer wieder reinzuspüren, in den Körper zu kommen, zum Beispiel auch durchs Yoga, in die Bewegung zu kommen, durch Meditation, in die Stille zu kommen, aber immer mich
den Blick von außen nach innen zu richten, ne, und zu schauen, womit bin ich jetzt gerade da und wie kann ich annehmen, was ist, mhm, und von diesem Punkt aus dann, ne, kreieren, in die Schöpferkraft gehen. Cool. Und eben wirklich annehmen, was ist, ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt, weil eben all die Emotionen, die wir haben, die wir vielleicht gern auch unterdrücken, das sind natürlich Sachen, die alle im Körper irgendwo ihren Sitz haben. Und wenn wir da einfach abspalten oder zumachen und die nicht spüren, dann blockieren die uns eben aus der Stille sozusagen. Vielleicht noch eine Frage, eben für dich war jetzt so das in die Umsetzung kommen ganz wichtig. Was hat dich denn früher vom Umsetzen abgehalten? Oh, da könnten wir noch mal sollen wir noch eine Episode dazu machen? Ganz, ganz viel. Also da waren so Glaubenssätze wie, ich kann das nicht, ich ziehe das eh nicht durch, dann kann es mir noch nicht so wichtig sein, ich bin noch nicht so weit, ich weiß nicht genau, was ich will. Ganz viele Dinge, die mich blockiert haben und die hatten alle ihre Berechtigung, da bin ich sicher. Es war all diese Glaubenssätze, die hatten ja mal eine Funktion in unserem Leben und die haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Aber an irgendeinem Punkt haben sie angefangen, mich zu blockieren. Und zum Beispiel diese ganzen Sachen wie, ich bin noch nicht so weit, das war hilfreich, dass ich mir wirklich die Zeit gegeben habe, um an dem Punkt anzukommen, an dem ich heute stehe, so in meiner Kraft, dass ich jetzt weiß, jawohl, ich kann damit rausgehen, ich bin soweit. Und aber an dem Punkt, wo dieser Shift stattfindet und ich weiß, jetzt bin ich soweit, ist diese alte Autobahn im Kopf, ich kann das nicht, ich bin noch nicht soweit, an dem Punkt ist sie nicht mehr dienlich. Ja. Und dann sich zu bedanken, anzunehmen, wie einen all diese Überzeugungen dahin gebracht haben, wo man heute steht und vielleicht auch geschützt haben vor Dingen, die früher bedrohlich sozusagen waren für einen. Und nach dem Annehmen dann zu sagen, und jetzt lasse ich in Frieden los und ersetze diese Haltungen durch andere, weil sie einfach nicht mehr dienlich sind. Woran, wenn jetzt irgendjemand da draußen sich vielleicht fragt, okay, aber woher weiß ich denn, wann jetzt der Moment ist, das zu ersetzen? Woher weiß ich, wann es mir nicht mehr dienlich ist? Das spürt man. Also, dann würde ich sagen, das spürst du. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ja, das spürst du, hör auf deine Intuition, oder vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ja, du kannst mich mal. Wie soll ich das denn spüren? Ist ja schön, dass ihr alle von Intuition redet. Aber wo ist sie denn? Gib mir doch mal eine Anleitung, wie ich da hinkomme. Gib mir doch mal einen Plan. Und diesen Plan gibt's nicht. Es ist einfach ein sich immer wieder mit sich selbst hinsetzen und reinspüren, ins Herz kommen und sich fragen, was fühlt sich stimmig an? Was passt zu mir? Was ist jetzt in Einklang mit mir? Und es ist letztlich, wenn wir uns trauen, darauf zu hören und wenn wir die Verbindung zu diesem Herzen, zu dieser Intuition stärken, dann ist es eine Leichtigkeit, denn die Frage kann man nicht mit dem Kopf beantworten. Ne? Sehr sondern gut. Die Frage lässt sich nur beantworten, indem man in sich reinhorcht und spürt. Und trotzdem ist es natürlich, wenn jetzt jemand ein Rezept haben will, es ist eine Übungssache. Also ich habe ja neulich diesen Embodiment-Podcast gehabt, wo es um die Neuro-Embodied-Muster, neuromuskulären Muster in unserem Körper geht. Und dieses Nicht-Spüren ist einfach was, was in unseren Muskeln, in unseren Nerven verankert ist, bis wir anfangen, eben das umzutrainieren. Und deswegen, ich glaube, der Weg ist tatsächlich die Übung. Und die Bereitschaft, immer wieder anzuhalten. Und selbst wenn ich nicht spüre am Anfang, zu sagen, okay, ist es nicht aussichtslos, so wie du jetzt auch gesagt hast, das wäre vielleicht vor einem Jahr oder vor 2 in dein Gefühl gewesen, sondern einfach trotzdem dran zu bleiben. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass wir vor einem Jahr, ich habe ja, glaube ich, über den Körpertest im Podcast über Berufung zum ersten Mal gesprochen letztes Jahr. Und das war, glaube ich, im Januar, ich weiß es nicht mehr. Aber wir hatten über den auch irgendwie geredet und ich glaube mich zu erinnern, dass der am Anfang bei dir gar keine Antwort gebracht hat. Stimmt das oder ist das, habe ich da eine falsche Erinnerung? Nee, tatsächlich hat der mir von Anfang an Antworten gebracht. Okay. Aber ich wollte nicht drauf hören. Ha. Es war so, okay, das sagt mein Körper jetzt, aber Moment mal, mein Kopf sagt was anderes. Ah, okay. Und inzwischen bin ich einfach an dem Punkt angekommen, wo mein größtes Commitment ist, den Dingen auch zu folgen. Also ich stelle meine Intuition inzwischen über meinen Verstand. Und das ist eine Übungssache. Das ist eine Entscheidung. Letztlich ist es eine Entscheidung zu sagen, ich höre jetzt auf das, auch wenn ich es mir nicht rational erklären kann, es gibt einen Grund dafür und ich folge dem.
ich zahle wie auf mein eigenes Vertrauenskonto ein. Voll cool. Und ich glaube, sehr typisch, dass wir da vielleicht am Anfang erstmal nicht drauf hören wollen, aber dass du jetzt sozusagen wirklich diesen Weg gegangen bist und sagst, ich kann das sogar jetzt über meinen Verstand stellen, ist super. Und das ist sicherlich ein Teil davon, warum jetzt in den letzten Wochen so viel gegangen ist und du wirklich so vollkommen in Alignment mit dir selbst bist. Jetzt weiß nicht, ob du noch irgendwas aus deiner Sicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst. Ja, ich hatte gerade noch drüber nachgedacht, warum das Programm Uplevel Your Identity jetzt gerade so entscheidend für mich war. Und ich glaube, es war wirklich die Mischung aus rückwärts schauen, also zu schauen, was bringe ich an Blockaden mit, die mich aufhalten, ne, und die aufzulösen und gleichzeitig den Blick nach vorne zu richten und die Vision zu kreieren, ne, und wie einen Anker zu setzen in der Zukunft, um dann im Hier und Jetzt präsent zu sein und das zu tun, was jetzt ansteht. Ich glaube, das war etwas, was sehr wichtig für mich war. Und ich kann nur jedem empfehlen, in sich zu investieren. Also wenn dieses Commitment da ist, zu was auch immer, jetzt in meinem Beispiel, über das wir heute sprechen, ist das Commitment, meine Mission nach draußen zu bringen. Wenn dieses Commitment da ist, dann gilt es zu investieren. Und man kann das alles alleine machen und mit Büchern und vor sich hin und ewig. Aber man kann sich auch die Unterstützung holen. Und für mich ist es total stimmig, da in mich zu investieren und mir die Unterstützung durch Coaches zu holen, durch Programme zu holen. Aber nicht durch unendlich viele. Ja. Und dann liegen sie alle auf meinem Desktop und ich habe sie nie angefangen. Sondern auch da wieder in sich reinzuspüren und das zu machen, was sich stimmig für einen anfühlt. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, also ja, wir können das mit Büchern, aber das bedingt halt, dass wir uns selber nicht im Weg stehen. Und das ist ja genau, also dass wir uns im Weg stehen, ist genau der Grund, warum wir in unserem Business vielleicht noch nicht vorangekommen sind oder in unserem Privatleben oder wo auch immer. Und dann ein Buch zu kaufen, was uns helfen könnte, aber uns da selber im Weg zu stehen, bringt uns eben auch nicht voran. Und ich glaube einfach, also auch wenn ich mit meinen Coaches zusammenarbeite oder in meinen Programmen bin, wo ich als Teilnehmerin bin, es ist eine ganz andere Verbindlichkeit. Einfach weil ich immer wieder auch irgendwie die Rechenschaft in einem positiven Sinne abgeben muss. Nicht nur mir selber gegenüber, sondern irgendwie auch in der Gruppe. Und das hilft trotz allem irgendwie dran zu bleiben. Und ein Punkt, der finde ich bei dir auch extrem ist, ist so diese Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen. Also mit deiner Geschichte, und wir hatten vorhin schon mal angesprochen, eben, dass du auch sehr, sehr leidvolle Erlebnisse in deinem Leben hattest. Es wäre ein leichtes für dich, in der Opferhaltung zu sein. Es wäre easy zu sagen, oh, ich arme, ich leide und ich will nicht mehr leiden, aber die Welt ist scheiße. Und du warst von Anfang an super bereit, die Verantwortung für alles zu übernehmen und das anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zu diesem Selbstverantwortung auch aus deiner Sicht gerne noch was sagen magst. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, einer der wesentlichsten Punkte, um zu leben, statt gelebt zu werden. Oh. Ich bin ganz... Ich wittere ein Zitat. ja, ich glaube, es ist... Wir werden erzogen und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ganz viel Verantwortung nach außen abgeben und wo es heißt, man macht das so und das wird vorgegeben. Und ich erlebe es immer wieder. Zuletzt hat jemand zu mir gesagt, der hat körperliche Schmerzen. Und dann ging es darum, nochmal zu einem Arzt zu gehen, zu einem Therapeuten. Und er meinte, ja, aber das zahlt die Krankenkasse nicht. Und ich habe dann gefragt, ja, okay, aber dann zahl doch du das, weil es geht um deine Gesundheit. Nö, wenn die Krankenkasse das zahlt, dann mache ich das nicht. Und das ist so ein, finde ich, so ein typisches Beispiel dafür, die Verantwortung für sich abzugeben. Und ich mache da niemandem einen Vorwurf, auch mir selber nicht. Ich war ganz lange in so einer Opferhaltung und habe gedacht, ja, das Leben ist einfach gemein und die Welt ist böse und keiner hilft mir und ich bin ganz alleine und was da nicht alles noch für Ideen da waren. Und solange ich so dachte, war es auch so. Klar. Aber ich glaube, der wichtigste und erste Schritt ist, die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen und zu sagen, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Ich möchte einen neuen Weg einschlagen und ich fange jetzt an zu kreieren. Ich möchte frei sein. Und wer frei sein will, muss Verantwortung übernehmen. Und zwar für sich selbst in erster Linie. Und von dort aus loszugehen und diese
Verantwortung anzunehmen, die Freiheit mit sich bringt, und das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema, das ist ein großes Feld, aber die Verantwortung anzunehmen, die Freiheit mit sich bringt, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir am Ende ja in einem Leben ankommen können, was uns entspricht. Und dann fangen die Dinge an, Freude zu machen. Dann wird es leicht. Sehr, sehr cool. Du, von meiner Seite, ich habe alles gefragt. Ich würde natürlich nur noch für die Hörerinnen und Hörer wissen wollen, wie man mit dir in Kontakt kommt. Aber trotzdem nochmal, wenn es von deiner Sicht nochmal irgendwas ganz Wichtiges zum Teilen gibt oder gibt, was du auch den Hörern mitgeben willst, unbedingt. Und ansonsten lass uns wissen, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Genau, also ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit dir zu sprechen. Super gern. Und auch nochmal das Programm zu reflektieren, was wir da gemeinsam gemacht haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, der bereit ist, sich zu committen und in sich zu investieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich schon sehr, meine Homepage bald mit euch zu teilen. Ihr findet mich unter linda-klein.com. Und die Homepage ist noch nicht online. Ich bin dabei, aber ihr könnt euch gerne schon mal für den Newsletter eintragen. Dann erfahrt ihr als allererstes, wenn es soweit ist. Und ansonsten über die Social-Media-Kanäle, die sind auch dort verlinkt. Findet ihr mich? Sind auch jetzt schon verlinkt. Genau, ist alles schon verlinkt, alles schon findbar. Sag mal noch kurz dein Instagram-Handle. Die Linda schreibt super, super schöne Texte. Wenn sie dann wieder ins Schreiben geht, ich sehe gerade, sie verzieht das Gesicht. Aber also wenn sie in ihren Schreibphasen ist, wirklich, es gibt kein besseres Highlight als ihre Texte zum Lesen. Ich setze sie gerade mal unter Druck. Ja, ich komme auch wieder ins Schreiben. Mein Instagram ist linda-klein_coaching. Und da findet ihr dann meine Texte und Inspiration. Und ja, tatsächlich ist das auch eine Herzensangelegenheit für mich. Ich poste schon seit 1,5 Jahren, einfach aus der Intention des Teilens, des Inspirierens und des Gebens heraus. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist gut, dass ich dich öffentlich zwinge. Genau, ist eher auf dem Plan, wieder loszulegen. Genau, da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir folgt, wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ihr findet mich über Instagram, Facebook, per Mail. Perfekt. Und eben die Website noch nicht online. Trotzdem kann man die Linda schon für Coachings anfragen. Und eben, sie baut jetzt gerade erst das in der Selbstständigkeit auf, aber hat als Psychologin und Coach ganz viel Erfahrung in Organisationen, in Institutionen mit ganz verschiedenen Menschen und Tausenden von Situationen. Also sie ist wirklich die perfekte Ansprechperson, wenn irgendjemand ein Coaching sucht und sagt, ich bin in eher einer Krisensituation und das, was die Linda da gerade beschrieben hat, wie sie aus dieser Krise wirklich jetzt in ihre volle Kraft gekommen ist, oh mein Gott, das will ich auch, dann ist die Linda wirklich die Richtige für euch. Linda, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir das Interview publizieren und wer weiß, was noch alles kommen wird und wir hören bestimmt wieder von dir. Danke dir. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Britta. Danke dir. Ciao. Tschüss. Okay, damit sind wir mit dem Interview am Ende. Und ansonsten, wie immer an der Stelle, teil den Podcast bitte, bitte, bitte weiter, so dass einfach noch mehr Leute wirklich auch von meiner Arbeit erfahren, von diesen Sachen, die ich hier erzähle und teile. Das wäre eine Riesenhilfe. Und ansonsten hinterlass eine Bewertung auf iTunes, auch das ist eine super große Hilfe. Und ich danke dir, dass du heute mit dabei warst und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!